in die Stadt zum Frühstück. Und mal gucken, was man hier von den Rothemden sieht, ob es hier auch welche gibt. Die Didi ist glätschen nass, die hat gerade einmal Wasser reingekriegt. Die machen hier Sockhaken. Das bedeutet mit Wasserspritzen. Alles nass. Auf meiner Seite ist ein Schutz davor, eine Plastikkanne, damit ich nicht nass werde. So, wir sitzen hier in der Kitchen. Didi ist glätschen nass, erstmal zur Toilette runtergewaschen. Ich bin nur an einer Seite nass geworden. Da vorne steht ein Tuk-Tuk. Ohne Dach und der hat hinten einen großen Eimer Wasser mit drin. Den kann man dann mieten und andere Leute da spritzen, wenn man Spaß dran hat. Songkran nimmt sich dieses Fest. Ich weiß gar nicht, wie wir nach Hause kommen sollen, trocken. Ne? Wie kommen wir nach Hause, trocken? Trockenen Fußes, wie? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Mal gucken, was nehmen wir denn heute hier? Strammer Max. Oder Bauernfrühstück. Nee, ich nehme eine holländische, das Breakfast. Guck mal, da stehen die Kinder an der Straße mit der Wasserpistole und die spritzen alle nass. Unglaublich. Thailändisches Neujahr, gegenseitig nachspritzen. Und jetzt wird repariert, da steht er auf der Leiter, auf der letzten Stufe. Unglaublich. Und da draußen wird weiter gespritzt. Wie sollen wir nur trocken nach Hause kommen? Eieiei. So, wir haben es geschafft. Fast trocken sind wir hier angekommen. Ja, nur die Füße, ne? Nur die Füße sind nass. Dann brauchen wir Obst. Ja, was willst du denn? Mandarinen und Bananen. Klein, ne? Die kleinen, ne? Wieder zurück, trockenen Fußes, haben eingekauft, der Kühlschrank ist voll mit Wurst, mit allem, was man so braucht. Krabben, Schinken, Eier, so, weil wir diese Woche nicht mehr rausgehen werden, das war's. Ich lasse mich doch nicht nachspritzen.